ja, 2016 war noch relativ erfolgreich, Europameisterschaft, Halbfinale an Frankreich gescheitert. Aber danach, also ich, was bei uns immer wichtig war, ist eben dieser Kern und dieser Gerüst einer Mannschaft. Der ist enorm wichtig, auch für den Trainer als Ansprechpartner und dass sich andere Spieler, vor allem auch Jüngere, orientieren können. Also muss es jemanden geben, der was vorgibt, der auch ein starker Kern ist sozusagen. Und ich glaube, daran wurde in den letzten Jahren wenig gearbeitet. An wer ist die Mannschaft eigentlich? Mit wem sollen sich die Fans identifizieren? Wer übernimmt die Verantwortung auf dem Platz? Also welche Gruppe, welche 5, 6, 7 Spieler? Und bei der letzten Weltmeisterschaft stand ich davor und habe mir gedacht, wer spielt eigentlich? Also das war, keiner war wirklich zu 100% gesetzt und gefestigt auch. Und deswegen hoffen wir, dass dieses Jahr bei der UEFA Euro 2024 dieser Kern wieder sichtbar ist. Der Mannschaft, die Nation eben sozusagen auf ihren Schultern trägt. Da sieht man manchmal, dass auch Namen nicht helfen, auch wenn sie die Mannschaft hieß. Wenn man nicht weiß, wer sie ist, dann ist es eben vielleicht so. Letzte Chance,